Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und aktuell bin ich gerade bei G und da spiele ich G wie Gotcha the Sport. Das ist ein Shooter für den NES, also ein für den NES-Zapper, ein Lightgun-Game. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Beginner reicht mal, glaube ich, zum Anfang. Hey, der ist mir vorbeigelaufen. Ich will dich abschießen. Darf ich dich nicht abschießen? Frechheit. Okay, Beginner. Round 1. Okay. Okay. Muss ich auch irgendwie nachladen? Getroffen. Aber gar nicht mal so schlecht. Oh ja. Yeah. Wieso kann ich nicht abschießen? Tschüss. Jawohl. Entwaffnet und weg. Was ist die Tüte unten heißt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt versucht mal drauf zu schießen, aber hat es nicht gebracht. Ah, muss ich einfach nur gescheit draufhalten, okay. So, da, nächster. Wo kommt der nächste? Der Sound ist ein bisschen schwach. Der Sound ist ultra schwach. Schieße ab, bevor sich dich abschießen. Und damit das Alex kinderfreundlich ist, handelt es sich hier natürlich nur um Pistolen mit Farbkugeln. Ein Vorläufer vom Splatoon sozusagen. Spaß. Aber aktuell zocke ich gerade Splatoon 2 sehr gerne, muss ich sagen. Am Anfang, wie ich es mir gekauft habe, habe ich kaum gezockt und jetzt irgendwie gerade Bock drauf aus Splatoon. Weiß auch nicht. Wo ist der nächste? Und tschüss. Okay, ich hätte vielleicht nicht so Fleisch spielen sollen. Was macht dieses Piepsi-Geräusch? 7 Sekunden noch, okay. 6 Sekunden noch. 1, 5. 4. 3. Come on. 2. 1. Null. Und jetzt? Geschafft. Game over? Timeout? Was hätte ich denn tun sollen, damit ich keinen Timeout krieg? Keine Ahnung. Warte, wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare reinhauen. Mal auf Medium. Gut sein, dass ich da irgendwas nicht check. Wer wegrennt, kann vor allem gleich nicht mehr abschießen, das bringt es gleich nicht. Das Sprite-Flackern ist extrem. Warum nicht Game Over? Ich habe keine Munition mehr. Okay. Wie lange spiele ich denn schon? 5 Minuten erst. Oh. Wie kann ich da runter? Select. Start.
Round one, okay. Okay, Munition sparen, nicht so viel draufheizen. Immer nur einmal draufhalten, okay. Gibt es irgendeine bevorzugte Stelle, wo ich ihn abschießen muss? In der Mitte, glaube ich. Oder ist es besser zwischen die Beine? Nein. Hätte das sein können. Okay, immer nur einen Schuss machen. In der Hoffnung, dass mit der Munition nichts ausgeht. Ab 17 Schuss noch. Schuss habe ich jetzt, interessant. Langsam reagiert jetzt. Einmal daneben geschossen. Ah, das zählt die Fehlschüsse. Ich verstehe. 35. Jetzt wieder. Ja, also wenn der Sound ein bisschen besser wäre, wäre es schon vieles besser. Ah. Aber ich habe genau auf ihn geschossen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was das soll. Der bringt mir die Munition. Die muss ich zweimal treffen, oder was? Okay. Den grünen zweimal treffen. Nein, jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Das hat gereicht. Verstehe ich nicht. Warum geht mir die Zeit aus? Was kann ich machen, damit mir die Zeit nicht ausgeht? Die Zeit aus und ich bin wieder Game Over. Noch genug Schuss. Ja, also irgendwie. Jetzt entdecke ich's. Warum es so unverständlich ist und seltsam. Es ist von LGN. Von LGN ist noch nie was Gutes gekommen. Wobei, das ist gar nicht mal so mies. Nicht so schlimm. Abgesehen, dass der Sound ist halt wirklich grottig. Aber wenn LGN ist ja normal Spiele, die unter aller Sau sind. Und das funktioniert eigentlich technisch. Sound ist halt wirklich der das letzte. Da könnte man fast glauben, der Sound ist kaputt. Ja, ich dachte, ging ein Action-Sound rein, dann immer was Actionreiches, aber das ist total einschläfernd und öde, der Sound. Was diese Map da bedeutet, würde ich gerne wissen. Ah, ich kann da weiter. Wir können weiter scrollen, okay. Ja, warum sagt man das keiner? Man kann hier weiter scrollen auf der Map. Das macht das Ganze natürlich gleich. Da drüben ist eine Flagge. Wieso? Weiter nach rechts scrollen. Das macht das Spiel gleich um einiges besser. Das habe ich nicht gewusst, dass man das scrollen kann dabei. Aber es ist dann eigentlich ganz cool.
Der Sound ist natürlich noch deswegen immer noch nicht besser. Und das Bildschirmflackern finde ich trotzdem noch heftig. Also es ist, Achtung, da zielt jemand auf mich, so heißt das. Okay, jetzt fange ich erst an, es zu verstehen. Oh, da ein Baum. Da ist jemand wieder auf die Flagge. Ah, ja, ja, jetzt hat mich der erwischt. Mist. Jetzt, wo ich es verstanden habe. Abschließen. Ah, ein Baum. Oh nein, oh nein. Oh nein, hier. Wo ist er? Ich habe eh geschossen, aber zu langsam, zu langsam. Ah, jetzt mache ich noch eins. Jetzt, wo ich weiß, wie es funktioniert, möchte ich das Level einmal schaffen. In LGN geben sie sich freiwillig länger als 10 Minuten spielen. Das gibt es auch nicht so oft. Der Regenbogen des Todes. Da ist diese Flagge. Hole ich mir Munition. Mal schauen, ob ich es jetzt schaffe. Was ist das? Ein Munitionspacker war das. Immer schön brav scrollen nach rechts. Ich hab doch schon mal raufgehen erwischt. Oh, da ist er. Oh, wieso lebt er noch? Alter, scrollen einfach. Oh, Baum. Decke. Oh, ich war doch schon im Ziel. Was hätte ich machen müssen im Ziel? Abschießen. Nein, auch nicht. Hätte sein können. Bin mir nicht sicher, was das mit der Flagge auf sich hat. Jetzt bin ich ja ganz rechts und es ist Schwierigkeit echt hoch. Muss ich den da reinlaufen lassen vielleicht? Ihn die Flagge abbringen lassen? Darf ich den vielleicht nicht abschießen mit der Flagge? Ist vielleicht das die Idee? Muss ich den Flaggentypen beschützen vielleicht sogar? Ich check es einfach nicht. So, ich hau doch eh drauf, was das Zeug hergibt. Stirb endlich. Nein, werde endlich angemahlen. Jetzt lasse ich dich die Flagge hinbringen. Lass dich die Flagge hinbringen. Und? Man ist Game Over, wenn der die Flagge hinbringt. Okay. Man muss immer den Typ mit der Flagge abschießen, damit er noch weiterspielen kann und mehr Punkte kriegt. Ist aber auf jeden Fall trotzdem einer der besseren Lightgun-Shooter. Obwohl der Sound unter aller Sau ist und obwohl es von IGL ist. IGN. Gut. Ich sag mal danke fürs Zuschauen.
danke für euren Daumen hoch, den ihr sicher schon da gelassen habt. Und danke für da unten abonnieren. Dann bekommt ihr nämlich jeden Tag ein neues NES-Game in euer Postfach direkt nach Hause. Und wenn ihr weiterschauen wollt, dann gleich da. Danke und Kommentare nicht vergessen. Kommentare zu LGN-Videos, LGN-Games und Videos sind immer die besten, das weiß ich. Ciao, ciao.